Ja, willkommen zu Let's Play .hu Last Recode Episode 58 mit mir, Romibü. Wir haben eine Verabredung mit Atoli und Pai, glaube ich. Gruppe Atoli und Pai. Nicht mit Pai, mit wem denn? Ah, Memoir. Atoli und Kuhn in stilles, verräterisches Szenen. Okay. Gruppe Kuhn. Ja. Dann Teleportmenü. Gehen wir doch gerade dahin. Und mal sehen, wer dann beim Turnier mitmacht. Ich glaube, darum geht's bei der Besprechung. Wo sind Endurance und Sakubo? Was? Die sind noch nicht hier? Sie können schon mal vorausgegangen sein. Vielleicht sind sie zur Bestienstatue gegangen. Ja, das stimmt. Das ist ein guter Ort zum Trainieren. Okay, gehen wir erstmal zu der Bestienstatue. Gut. Ja, Sakubo und Kuhn. Nee, Sakubo und Endurance waren das letzte Mal. Haben wir die schon vermisst, oder? Also, was ist mit denen los? Die haben wir schon eine Weile nicht mehr gesehen. Aber kann ja sein, dass wir sie dann wirklich da treffen. Aber sicher sind wir uns noch nicht. Ja. Irgendwie, irgendwas ist faul. Ja. Dann... Hat das hier, glaube ich, zwei Wege. Kann das sein? Ja, ich merke gerade ein bisschen, dass das Singen in der Dusche mir nicht so ganz gut getan habe. Ich habe mich da ein bisschen zu stark angestrengt. Aber das Lied auf dem Handy war so gut. Naja, und es ist morgen früh. Naja, geht schon irgendwie. Der Hals kratzt ein bisschen, aber... Ohne einsingen, direkt volle Power singen, ist nicht so sinnvoll. Oh. Okay, was gibt's hier? Okay, Infinite Item, okay. Auch interessant. Ist, glaube ich, das erste Item, das wir auf dieser bekommen haben, oder? So. Was ist hier unten? Ist das eine Sackgasse oder nicht? Nee. Ja, weiß nicht. Sehen wir gleich. Okay, eine verschlossene Türe.
sollte doch langsam mal eine Sackgasse sein. So. Ist hier wirklich Sackgasse oder geht's noch weiter? Es geht sogar noch weiter. Aber nicht, dass das jetzt der richtige Weg ist. Hallo? Nee, ich glaube, jetzt ist Sackgasse. Okay. Für eine Lichtpille oder was? Okay. Gut. Ich wollte wie bei Nier Automata mit R2 Gas geben, quasi. So, jetzt ist ein bisschen die Frage, ist da oben Sackgasse oder ist hier Sackgasse? Naja. Ja, okay. Gehen wir noch am anderen Ort schauen, was da ist. Jetzt war das Motorrad nützlich, aber das kann man nur auf Feldern und nicht in Dungeons verwenden. Und die Gebietswerte sind ja zufällig ab und zu Dungeons, ab und zu Felder. Naja. Falscher Knopf. Nee. Okay, Datenabfrage, okay, gut. Schon wieder? Ach da, okay. Gut. Und was ist jetzt hier oben? Okay. Noch eine Gegnergruppe. Ah, okay. Okay, ich nehme das für Gegnernamen. So. Eine Fallentruhe. Frostschwert, okay. Ja, dann zurück zum Levelwechsel.
Mal schauen, ob der zweite Block der letzte ist oder wie viel da noch kommt. Muss R1 erst drücken, wenn der Kampf gestartet hat. So. Nächste Gegnergruppe. So. Eigentlich der auch mit der Attacke, okay. Ich mag immer den gleichen Angriff, aber die Frage ist ein bisschen, bringt es da groß abzuwechseln? Ich bin sowieso genug stark. Wir haben noch 27 Chins jetzt. Okay. Naja. Ah. So. Dann die Kopfkanone 77, haben die Nummern? Sind die Durchnummer gehört? So. Sackgasse oder? Ja, Sackgasse. Dann hier noch Norden.
Oh, ブーソージン Ja, ich war jetzt ein bisschen abgelenkt. Ich bin heute früher dran als sonst. Ich habe noch nicht alle Wecker abgeschaltet. Ja. Und habe mich gerade gewundert, seit wann machen die Gipfel dieses Geräusch und dabei war es kein Wecker. Ich weiß nicht, wahrscheinlich werde ich das Video rausschneiden, aber... wegen den Musikrechten. Ich glaube, zwar bei dem Lied, vom Minecraft Soundtrack. Bei dem Lied wäre es, glaube ich, nicht so schlimm wegen den Musikrechten, aber. Hat ja nichts mit dem Game zu tun. So, hier geht's wieder weiter. Gut, dann schauen wir noch die anderen. Vermutlich zwei Räume noch an. Zum Glück muss ich nicht backtracken. Hier gibt's ein. Einen Weg hier zurück. So. So. Jetzt hier lang, genau. Und dann sind wir auch schon in das Sackgasse und nun sind das die letzten Gegner dieses Blocks. Ja, wenn ich das noch in der letzten Episode gemacht hätte, wäre die letzte Episode zu lang geworden. Das habe ich richtig entschieden. Auch wenn die letzte Episode etwas kürzer war im Vergleich zu den anderen, aber ich will sowieso die Episodenlängen ein bisschen runterbringen. Eigentlich so die Länge der letzten Episode ist gerade so ungefähr das Ziel, was ich erreichen will. Glaube ich. Wenn ich es recht im Kopf habe. So ein bisschen über 30 Minuten finde ich gut. Und ja. Gut. Kommt jetzt hier gleich noch ein großer Block oder kommt hier nur noch die Statue? Ich könnte ja mal wieder Gegenstände. Wo ist es? Feenkugel, genau. Gut, dann gehen wir zuerst nach Norden.
Ja. Ich weiß nie, wieso sich der Apollo entschuldigt. Aber. Vielleicht ist die Kanadierin. Keine Ahnung. Nee. Ja. Gut. Das für Viecher. Riesiges Gesicht dafür. Gut. Wir haben wirklich ein Grenzgesicht. So. Dann hat es hier sonst nichts Interessantes? Nee. Gut. Dann. Ja. Gehen wir hier lang. Interessanter Effekt im Boden. Gehen wir zuerst hier lang. Was ist hier hinten? Nur ein Pilz, okay. Gut. Dann hier nach unten. Die besiegen. So blöd in der Luft. Ah, die Nerven. Gut, jetzt sind alle unten. Wir sind die einfacher zu besiegen. Besiegt. Gut. dann hier noch eine Gegnergruppe. Links ist scheinbar noch eine. Oh,
Okay, einer der schwebenden Dinge ist schon runtergekommen, gut. Oh, meine FP sind leer. Naja. Ja, das ist halt, wenn man zu häufig Spezialattacken macht. Ja, beinahe. Gut. Okay, wenigstens nur ein Schwebefluss. Gut. Komm runter! Okay, gut. Dann wir den auch gleich. Gut. So. Da ist das Ziel, also gehen wir noch hier lang. Diese mühsamen Schwebe-Dinge. Schwebe-Dinge? Was? Hä? Heil mich! Ach toll, heil mich! Naja. So. Gut, gleich haben wir die vermutlich letzte Gegnergruppe in dem Dungeon auch besiegt. Gut. Oder, nee, hat er noch eine Gegnergruppe. Aber da hat es wenigstens keine Schwebedinger. So, wieder mal eine dumme Ecke. So. Und dann, ich glaube, hier haben wir schon alles. Die Tür können wir noch öffnen. Und dann müssen wir wieder mal Chin-Kugeln sammeln. Ja, dann gehen wir zum Treffen. Ja, jetzt haben wir noch 2 Chin-Kugeln und da brauchen wir sicher nochmals 3. Na super. Ja. Ja, dann machen wir wieder mal eine Chin-Kugel-Farm-Runde. So. Gut, und los geht's.
So, jetzt haben wir, glaube ich, genug. Gut, dann, ja, weiter geht's. Chimkugeln haben wir jetzt. Gut. Hä? Wo sind Sakuga und Endurance? Sie sind nicht hier. Ah, da. Oh, gut. Sie sind hier. Legen wir los. Also wir sind heute natürlich alle wegen dem PK-Turnier her. Sakaki kontrolliert das System und hat alles komplett übernommen, Mesker. Ich bin mir recht sicher, dass Sakaki das gehört hat. Egal, lass uns die Mitglieder festlegen. Haseo, du bist natürlich dabei. Diesmal schließe ich mich euch nicht an. Was? Ja, ich folge Meister N. Bis später, Haseo. Was ist mit Endurance? Normalerweise steht er absolut zu Haseo. Ich bin dabei. Atoli, Imperator Taihaku ist mit Aida verseucht. Ich sagte dir bereits, ich krieg das hin. Bitte, gib mir Kraft, um jeden zu beschützen, den ich kann. Ich bin genau hier. Ines. Ist das das erste Mal, dass sie... Dein Avatar? Ja, ich bin erwacht. Nach dem Mondbaum-Zwischenfall? Nach so einem emotionalen Schock aufzuwachen, ist nicht ganz so überraschend. Wenn ich einen Avatar besitze, kann ich Aida widerstehen, richtig? Dann werde ich kämpfen. Mir dacht ständig von allem beschützt werden zu müssen. Sakaki, wenn ich ihn jetzt aus den Augen lasse, komme ich nicht mehr vorwärts. Nun, das bedeutet, es sind Haseo, ich und Atolle. Kun? Komm schon, akzeptiere es. Du musst. Als Epitaph-Nutzer und Kamerad musst du Atolles Schmerz und Stärke verstehen. Atolle. Ja? Legen wir los. Ich brauche dich. Gut, auf geht's. Wir haben Post. Gut. Ja, ein bisschen überraschend, dass Endurance da nicht mit uns mitmachen will. Aber schön, dass der Tolly jetzt einen Avatar erwacht hat. Wir haben zwei Mails, die lese ich noch. Aber sonst würde ich sagen, ich glaube, wir sind schon über 30 Minuten. Von daher... ja. Lesen wir mal noch kurz die Mail. Ich werde gemäß meinem eigenen Willen handeln. Mach's gut. Endurance. Antworten kann ich nicht? Nee, gut. Matsu, Lust auf eine Quest? Ich komm mal her. In Bonus Quest Shop gibt es jetzt die Quest. Es lebe Big Man. Mach die Quest mit mir. Ach ja, wen du noch einlässt, überlasse ich dir. Gut. Nehmen wir die Quest. Es lebe Big Man. Okay. Ja gut, okay, ich schau noch, was so für Quests da sind. Das heißt, ich logge mich nochmals kurz ein. Und dann kann ich ja in der Welt drin speichern.
Gut. Zum einen müssen wir, vermutlich machen wir das nächste Mal. Lesezeichen haben wir hier noch ein Gebiet, das von Nemon im Forum gepostet wurde. Das müssen wir das nächste Mal machen und dann schauen wir mal noch, wie das mit den Quests ist. Und das mit den Quests ist also story-relevant. Es lebe Big Man, okay. Und die Goblins kommen. Okay. Mit wem muss ich das? Solo-Quest, das muss ich sowieso allein. Okay, dann nehme ich die Quest an. Ihr möchtet diese Quest annehmen? Wartet bitte einen Moment. Ja, hallo, das ist der Questjob. Wir hatten hier einen Abenteurer, der die Quest von Herr Kafo annehmen möchte. Gut. Ja. Freut mich, dich kennenzulernen. Mein Name ist Kafo, ich bin Motorradfahrer, der im Wind zu Hause ist. Vielleicht sollte ich besser sagen, zu Hause war. Ich kann nicht mehr fahren, weißt du? Ich wurde von ungefähr einem Monat von einer Gruppe namens Goblins zu einem Geschwindigkeitsrennen herausgefordert. Ich war stolz der schnellste Vogel in dieser Gegend zu sein. Aber ich habe das Rennen gegen sie verloren und meinen Auspuff gleich mit. Zusammen mit dem Auspuff habe ich meinen Stolz und meine Ehre und meine Lebensgrundlage verloren. Es bleibt nur diese leere Hülle zurück. Ich flehe dich an, hol meinen Auspuff von ihnen zurück. Motorradfahren ist meine Lebensgrundlage, meine Ehre und mein Stolz. Bitte, hol meinen Auspuff von den Goblins zurück. Ja, das werden wir das nächste Mal so machen. Und gut. Ich kann also sowieso nicht mehrere Quests annehmen. Dann kann ich das nächste Mal gar nicht vergessen. Auch gut. Ja, dann könnte es sein, dass es etwas kürzeres wäre, aber ich möchte das Risiko nicht eingehen. Von daher speichere ich jetzt und dann geht's weiter das nächste Mal. Speichern. Und bis später. Ciao.